Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Solo-Abenteuer in Hearthstone zu Eine Nacht in Karazhan. Ja, ich habe leider das Prolog irgendwie verkackt, möchte ich sagen. Der Ton war nicht mehr ganz synchron und deswegen habe ich es dann auch wieder gelöscht und konnte es auch leider nicht mehr neu rendern. Um den Prolog aber nachzuholen, trauen wir uns jetzt einfach hier in die heroische Abteilung und spielen dann den Prolog, also gegen Malkasar. Spielen wir jetzt einfach das Ganze nochmal im Heroischen. Deswegen auch hier der Hinweis: heroische Bosse sind sehr schwer. Ihr werdet viele Versuche unternehmen und euer Deck mehrmals anpassen müssen, um sie zu besiegen. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, im Prolog gab es kein eigenes Deck. Da ist ein vorgefertigtes, denn wir spielen Mediv. Cäsar! Wo ist meine Einladung? Ihr schon wieder. So, und deswegen weiß ich auch jetzt zum Beispiel, der Lehrling hier, das ist die wichtigste Karte im ganzen Deck. Später dann auch hier Weisheit des Märzmagiers und natürlich hier unser astrales Portal. Warum ist ganz einfach, der Lehrling dupliziert immer diese Karte, also den Zauber, den wir spielen. Wir haben natürlich Ihr wagt hauptsächlich es, Zauber. mich nicht einzuladen. Ich bin ein Prinz der Eredar. Nach eurem letzten Auftritt? Wir sind immer noch dabei, das Loch im Dach zu reparieren. So, ich spiele jetzt einfach mal hier schon mal. Ja, super. ein astrales Portal gespielt. Okay, ich sehe auch hier, also ist jetzt schon ein kleiner Unterschied. Wir hatten im Normalmodus hatten wir jeweils 30 Rüstung. Jetzt hat Malkesa 60. Wir können auch hier den Lehrling jetzt nicht spielen, weil der uns den sonst mit Biss des Todes leider wegnimmt. Deswegen ziehen wir jetzt einfach mal noch Karten. Ihr werdet büßen. Morose, schaut nach dem Schachspiel. Die richtigen Gäste werden jeden Augenblick eintreffen. Alle Dimensionen, alle Realitäten stehen mir offen. Abgesehen von dieser Feier. Auf zum Schlachtfest. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ich spiele auf jeden Fall mal den. Ich möchte genau wie Mediv Und sein. anschließend Mana-Kristalle. So, 6 Mana-Kristalle haben wir noch. Ich spiele mal auf jeden Fall einmal das. Dann haben, ja, okay, wir könnten rein theoretisch, ich probiere es jetzt einfach mal. Wir spielen einmal die Macht. Und jetzt hauen wir hier das raus. Das nenne ich glücklich. Das ist gar nicht so schlecht gelaufen. Sir, die Medivas sind bereit für ihren Auftritt. Barnes probt gerade mit ihnen. So. Ach nein, nicht schon wieder Biss des Todes. Ach, der greift aber auch hier tatsächlich nur mich an. Oh, der ist nicht schlecht. Einmal schön die Bestie. Noch eine Prüfung? Ihr werdet büßen. Das war's. So, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall mal die Karte, dass wir. Habt ihr schon einen Blick in die Empfangshalle geworfen? Die Bla bla bla. Schlachtzugsbosse prügeln sich um Einladungen. Bräuchten jetzt mal die Karte, dass wir hier, dass unsere Zauber null kosten.
Wer wagt es, mich zu beschwören? So langsam wird das hier ziemlich eng. Ja, klasse. Ja, lief nicht ganz wie geplant. Vor allen Dingen haben wir jetzt keinen... Verdammte Axt. Wie viel haben sie denn? 12? 18? Ach Quatsch, 20. 20 Schaden schon. Ja, uncool. Ich brauche den Lehrling. Ohne Lehrling geht's nicht. So. Ja, dann müssen wir jetzt einfach was raushauen, ne? Den einzigen, den wir aber killen können, ist hier Finkel Einhorn. Oder wir spielen halt noch einen legendären Diener. Naja. Das haben wir noch als Eisblock. Wir haben die Ballons vergessen. Zauberformerin Sir, und Gegenzauber können. Morox hat Angst vor Ballons. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Oh, jetzt wird's eng. Okay, 15 Leben noch. Ich brauche einen Lehrling. Verdammt! Ja, ohne Lehrling geht's nicht. Super. Kein Lehrling. Können wir vergessen. Ach ja, bitte. Geht doch. So. Dann kriegen wir den noch ein. Ihr habt ja Raxus eingeladen. Diesen Schwächling. Habt ihr ihn einmal Karaoke singen gehört? Einfach sensationell. Und er hat nicht die Bibliothek in Brand gesetzt. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. Auf zum Schlachtfest. Ja, jetzt wird's echt eng. Da ist er. Geht doch. Ich möchte genau wie Medivh sein. So, einmal aufräumen, zack. Dann spielen wir das noch. Jetzt haben wir nur leider keine... Oh, macht er. Greift uns natürlich direkt an. Jetzt haben wir nur leider nicht mehr genügend Zauber auf der Hand. Die legendären Diener bräuchte man halt, um Schaden zu machen. Ich weiß nicht, ob ich da noch welche entdeckt habe. Das sieht schlecht aus, sieht schlecht aus. So, solange unser Lehrling hier liegt, geht das voll klar. Und selbst wenn er stirbt, dann haben wir noch hier unser Geheimnis auf dem Tisch liegen. Solange müssen wir halt jetzt Karten ziehen.
Moment, vielleicht können wir das da anders regeln. Ne, können wir nicht. Schade. Dann müssen wir es doch so machen. So, langsam aber sicher. Ah, endlich. Geht doch. Oh ne, ich dachte, was ist mit dem... Was? Nein! Hä? Wieso haben wir nicht das Geheimnis, wenn einer stirbt, dass er dann zweimal wieder auf unsere Hand kommt? Oh Gott. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt. Ja, wir können nichts mehr machen, also. Ich würde sagen, das ist durch. Ach, da ist noch einer, perfekt. Oh. Sehr gut. Nur dazu passend wäre natürlich... Na, ist egal. Ich möchte genau Musen spielen. Wie Medivh sein. Zauberschaden? Ja. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt können wir einmal das machen. Dann hauen wir den raus. Das war's. Was wäre Dämonenherz gewesen? Fügt einem Diener 5 Schaden zu. Okay. Ja, er hat immer noch 8 Rüstungen, leider. Aber wir nähern uns. So, ganz wichtig, die Geheimnisse. Da ist er doch, duplizieren. Wenn ein befreundeter Diener stirbt, erhaltet ihr 2 Kopien von diesem auf der Hand. Auf die Hand. Perfekt. Genau das habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. So, jetzt hauen wir einmal den Zauberschaden raus. Ja. Machen damit den weg. Noch eine Prüfung? So, wenn wir... Ich bräuchte jetzt nochmal hier so eine arkane Macht. Dann könnte ich die Feuerbälle noch mit raushauen. Wäre natürlich gut, wenn wir das alles für 0 Mana machen könnten. Schreibt mich nicht so an! Das wäre perfekt. Oh, schieb. Okay, wir kriegen Kristalle, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Wie machen wir das da jetzt am besten? Wir haben doch Zauberschaden haben wir noch einmal. Ja, hauen wir das raus. Machen dann den hier. So, und jetzt zumindest einmal so. Ja, könnten wir eigentlich doch, komm. Jetzt haben wir gerade das Mana. Raus damit. Oh nein, jetzt kriegen wir die dupliziert. Na natürlich.
Was soll ich denn mit der? Okay, ich brauch Karten. Die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Naja, super. Okay. Das übernehme ich. Machen wir das halt so. Ich spiele das jetzt einfach hier auf Nummer sicher. Und hau aber trotzdem noch einmal einen Feuerball heraus. So, 29 Leben. Nein! So, ich glaube, das war's jetzt. Klasse, die 5 Geheimnisse bringen uns jetzt nicht mehr weiter. Hau ich trotzdem raus. Tja, hebe ich jetzt mal so auf. Also es, ja, wir könnten noch durchkommen. Ich komme aus der Leere. Ah, schreibt mich nicht so an! Ich glaube, wir haben leider keinen Lehrling mehr. Aber wir haben 5 Zauberschaden. So, wie viel haben wir denn? 3, 8 Karten. Ist eine Karte zu viel. Dann hauen wir den auf jeden Fall mal raus. So, dann hauen wir den raus. Ja, super. Willst du mich... Dann machen wir mal so, hier, komm. Ah ne, Moment. Doch, komm. Zack. So, jetzt ziehen wir mal noch ein paar Karten. Okay. Hiermit können wir nochmal 10. Ja, würden wir halt 15 nochmal machen, ne? So, 8. Achso, wir können ja nur. Ach, ich Idiot! Das war dämlich. Aber das ist durch, wir haben gewonnen. Wo ihr herkommt, Dämon. Ihr kommt mit mir. Sehr schön. So, das war der Prolog auf Heroisch. Nochmal als Nachfassung. Ihr habt gesehen, so schwer ist es gar nicht. Es war zwar an der einen oder anderen Minute war es sehr eng. Ich dachte auch eigentlich, es wäre schon durch, aber... Glück gehabt, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob es für euch genauso gut läuft, ob ihr genauso viel Glück habt. Wie gesagt, legt viel Wert auf den Zauberlehrling, wenn ihr davon genügend auf der Hand habt oder wenn ihr davon genügend spielen könnt, dann ist das Ding hier eigentlich schon durch und dann einfach immer einen Zauber nach dem anderen raus. Schreibt es mir in die Kommentare, vergesst mich nicht zu abonnieren, schaut euch die nächsten Teile an, den Salon werde ich auf Heroisch jetzt erstmal noch nicht probieren, da haben wir ja noch die andere Seite, die normale Seite, wo dann jede Woche wieder was freigeschaltet wird. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Freue mich auch schon extrem hier auf das Schach-Event. Hat wieder einmal die Schachfigur. Wobei das hat mir so gut gefallen. Das Schach-Event, das könnte man vielleicht sogar auf Heroisch noch probieren. Ich schaue nach, weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich stelle es online, ihr könnt es euch anschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen.